Ich bin Florian, ich bin Papa und ich bin mache den echten Papas Podcast natürlich, ganz klar. Und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas! Also wir können gleichzeitig zumindest den Arm heben, habe ich jetzt festgestellt in der Übertragung. Aber mal gucken, ob Martin, unser Cutter, das auch wirklich übereinander legen kann. Genau, vielleicht an dieser Stelle mal 1000 Grüße an Martin irgendwie, der auch viele, viele Äs und Ms immer rausnimmt. Und viel ertragen muss, wenn wir kurzfristig irgendwelche Änderungen haben wollen. Also vielen Dank, Martin. Genau. Diese Folge ist Martin gewidmet. Genau, diese Folge wird Martin gewidmet. Martin, hat Martin eigentlich Kinder? Weiß ich auch nicht. Das ist ganz schön peinlich, dass wir das nicht wissen. Ja, aber trotzdem, schön dich zu sehen, Marco. Vor 14 Tagen das letzte Mal. Jetzt wieder. Wunderbar. Und meine Frage heute an dich. Wurdest du, als es damals um deine Elternzeit ging, hattest du Probleme, Benachteiligung bei deinem Arbeitgeber erfahren oder durch deinen Arbeitgeber erfahren in deinem Job? Irgendwelche Diskriminierungs... Ja. Ähnliche Geschichte. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, und erstaunlicherweise nicht. Also vielleicht kurz im Background. Mein Sohn ist ja 2006 geboren, da gab es noch gar keine Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen. Und dann kam 2007, wurde die Elternzeit und das Elterngeld eingeführt. Und meine Tochter ist ja 2008 geboren. Und das heißt, ich war tatsächlich einer der Ersten, oder mit der Ersten, die überhaupt Elternzeit genommen haben, generell, aber natürlich auch bei uns in der Redaktion. Und ich bin dann auch gleich 6 Monate weggeblieben und ich habe da offene Türen eingerannt. Also das war total angenehm. Die einzigen, die so ein bisschen kritisch waren, waren meine Eltern. Die haben gesagt so, oh, hast du keine Angst, dass nach den 6 Monaten jemand anders irgendwie auf deinem Stuhl sitzt? Hatte ich nicht. Aber von meinem Chef war das irgendwie überhaupt kein Thema. Der hat gesagt, ja klar, geh in Elternzeit. Der hat sich gefreut, obwohl der damals auch noch gar keine Kinder hatte. Also insoweit fühlte ich mich da nicht diskriminiert, und auch als ich zurückkam, war alles super eigentlich. Wie war es bei dir? Du warst ja auch 6 Monate, oder? In Elternzeit? Ja, genau. Mit deinem Sohn? Genau, das fand mein damaliger Arbeitgeber nicht so prickelnd. Tatsächlich. Er wollte, dass ich weniger Zeit mit meinem Sohn verbringe. Und wir wollten ja damals schon immer, das haben wir ja auch sehr offen kommuniziert, ein halbes Jahr nehmen und wollten davon mindestens lange Zeit, also 3 Monate waren es am Ende, nach Neuseeland, Australien mit Camper. Das haben wir letztendlich auch gemacht. Ich habe meinen Kopf durchgesetzt, habe aber auch davor einen Aufhebungsvertrag noch unterschrieben, weil man wollte dann letztendlich nur, dass ich 2 Monate nehme, also das Mindestmaß an Elternzeit, bezahlter Elternzeit, und danach vielleicht Teilzeit. Muss man mal gucken, wie das Arbeitsaufkommen war. Ich fand bis heute, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, hat mich geprägt, aber es hat mich auch auf gute Bahn gelenkt, weil einerseits haben wir uns dadurch ja noch ein bisschen enger kennengelernt, weil ich habe ja daraufhin dann nach deiner Anfrage auch den Bericht geschrieben, den man ja noch lesen kann in der Men's Health Stats von 18, glaube ich, war es. Ja, also insofern, ich habe das erlebt. Ja, okay. Doch, gut, ja, umso spannender wird wahrscheinlich unser heutiges Gespräch. Wir haben nämlich die Sandra Runge zum Gast, eine Rechtsanwältin aus Berlin, die genau das zum Thema hat, Diskriminierung von Eltern und natürlich auch von Vätern, und die jetzt gerade auch eine Initiative gestartet hat, Pro Parents, um denen so ein bisschen Einhalt zu gewähren, also tatsächlich dieser Diskriminierung. Und um was es sich da genau geht, wird sie uns jetzt erzählen. Super, ich freue mich. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hallo Sandra. Bei uns beiden, bei Flo und mir. Hallo. Du, Sandra, wir fangen gleich mal an, und wir fangen gleich mal mit deiner Initiative an. Du bist ja Initiatorin der Initiative Pro Parents und hast sie ins Leben gerufen, da viele Eltern beruflich diskriminiert bzw. benachteiligt werden. Um welche Art von Diskriminierung handelt es sich denn hier? Hast du da mal ein paar Beispiele für unsere Hörer, damit man sich das mal plastisch vorstellen kann, weil wahrscheinlich nicht jeder diese Diskriminierung schon erlebt hat in seinem Job? Ja, natürlich. Also ich kann das aus Perspektive meiner Arbeit sagen, meine Arbeit als Anwältin für Arbeitsrecht. Ich berate ja hauptsächlich Eltern, Mütter und inzwischen auch immer mehr Väter. Und ja, da wiederholen sich jetzt auch langsam immer mehr Fälle, bei denen es
klassischerweise bei Vätern häufig darum geht, wenn sie in Elternzeit gehen, also wenn sie beispielsweise länger als 2 Monate in Elternzeit gehen oder wenn sie auch zum Beispiel mal Teilzeit beantragen wollen, dass sie da auch auf erhebliche Widerstände ihrer Arbeitgeber treffen und das dann häufig auch mit aufs Abstellgleis verbunden ist, schlimmstenfalls mit Kündigungen, Ausschluss von Karriereprogrammen und da natürlich auch ein großes Benachteiligungspotenzial in der Eigenschaft als Vater liegen kann. Und ich weiß, Entschuldigung, ich habe auch gelesen, du selbst hast ja auch schon mal Diskriminierung im Job erlebt, oder? Ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen der Urknall für meine Arbeit gewesen, die ich heute mache. Also ich hatte tatsächlich nach der Elternzeit mit meinem großen Sohn, ich bin ein Jahr in Elternzeit gegangen und wollte dann wieder Vollzeit zurückkehren an meinen Arbeitsplatz. Ich habe damals in einem mittelständischen Unternehmen in der Rechtsabteilung gearbeitet. Und ich kam am ersten Tag nach der Elternzeit wieder und da wurde mir leider die Kündigung ausgehändigt. Völlig überraschend und das war natürlich auch ein krasses Erlebnis, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und es war dann auch alles noch eine sehr unschöne Geschichte. Und insofern kann ich mich da sehr gut in die Lage reinversetzen, wie es insbesondere ist, wenn man nach dieser hochsensiblen Zeit wieder einsteigen möchte in den Job. Und dann ja irgendwie so Einbahnstraße ist plötzlich und man aufs Abstellgleis gestellt wird. Jetzt wird man oder jetzt erfährt man so eine Art von Situation an seinem Arbeitsplatz und ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen, sagen wir mal, mutig und versucht, sich aufzubäumen. Aber juristisch können sich ja die Betroffenen da nicht gegen wehren, weil es da eine Gesetzeslücke gibt. So, ne? Genau, also insbesondere nochmal so aus Sicht der Väter gesprochen, ist es tatsächlich so, dass wenn man sagt, man möchte sich gegen eine Benachteiligung aufgrund der Elterneigenschaft oder Vatereigenschaft wehren, es da keine richtige Allgemeinklausel gibt, um dagegen vorzugehen. Und das ist ja etwas, was eigentlich richtig in unserem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aufgehängt werden müsste. Das ist ja unser sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz. Genau, das AGG, ne? Und da gibt es dieses Merkmal einfach nicht. Also wir finden einfach kein Merkmal Elternschaft, was sowohl Mütter als auch Väter umfassen würde, sondern das Merkmal Geschlecht. Und das greift an der Stelle einfach zu kurz und bezieht da Väter nicht mit ein. Okay, also es bezieht nicht nur es bezieht ja nicht nur Väter mit ein, sondern auch Mütter nicht. Also du sagtest ja gerade, Elternschaft taucht da gar nicht auf, so dass man sich da irgendwie juristisch wehren könnte. Das ist sehr kompliziert, weil du hast das Merkmal Geschlecht. Also es ist natürlich so, dass zum Beispiel Mütter sind natürlich vom Antidiskriminierungsgesetz schon mitgedacht worden. Das ist total klar. Es ist aber einfach so, dass bei Maßnahmen, die Diskriminierungscharakter haben können und die diesen Aspekt Geschlecht nicht haben, weil sie zum Beispiel geschlechtsneutral sind, wie zum Beispiel Geltendmachung von Elternzeit, ja, da gibt es ja kein geschlechtsspezifisches Moment, weil das können sowohl Mütter als auch Väter machen. Und deswegen greift dieses Merkmal Geschlecht zu kurz. Wenn es zum Beispiel um Schwangerschaft geht, dann ist total klar, das ist natürlich irgendwie super spezifisch mit dem Geschlecht verbunden, weil es einfach nur Frauen sein können. Aber da sieht man, finde ich, an dem Beispiel ganz gut daran, dass da Väter einfach nicht mitgedacht worden sind und da gibt es einfach dann keinen Anwendungsbereich. Okay, da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man nicht an die Väter gedacht, als man dieses Gesetz geschaffen hat? Was ist mit den Vätern? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Also das Antidiskriminierungsgesetz gibt es ja auch erst, also es gibt seit 2006 ein eher ungeliebtes Gesetz, weil es auf einer EU-Richtlinie auch fußt und das natürlich so dem deutschen Gesetzgeber ein bisschen übergeholfen wurde. Und ich kann mich da noch so dunkel an diese ganzen Diskussionen erinnern, dass man sich eher gescheut hat, so ein Gesetz mit bei uns auch zu verabschieden. Aber es blieb keine Wahl, es ist eine EU-Richtlinie, die umgesetzt werden musste. Und ich glaube, man hat da einfach die Väter noch nicht so richtig mitgedacht, weil man eher immer gedacht hat, okay, das hängt alles nur irgendwie mit Mutterschaft zusammen, mit Schwangerschaft, mit Kinderkriegen, mit Geburt an sich. Und dass man auch Väter hat, die das einfordern, also in Elternzeit zu gehen oder auszusetzen, Teilzeit anzumelden, lange in Elternzeit zu gehen, das war da irgendwie noch nicht so. Das war noch nicht so fest verankert in den Rollenbildern, die sicherlich auch der Gesetzgeber dabei im Kopf hatte. Also man muss ja auch sagen, dass das die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen, ja auch erst ein Jahr später geschaffen wurde. Ne? Also dieses Gesetz, dieses AGG, war ja sozusagen vor dem aktuellen Elternzeit- und Elterngeldgesetz.
Liegt es daran? Ja, es gab natürlich einen Vorläufer schon, aber das ist so richtig. So wie wir es jetzt kennen, ist es dann später entstanden, genau. Und ich glaube, das war zu der Zeit, ich habe jetzt keine Zahlen richtig im Kopf, aber das war einfach noch nicht gang und gäbe, ne, dass Väter in Elternzeit gehen. Wenn man, ich habe jetzt mal zwei Fragen, die mir da gerade kommen. Die eine Frage ist, du sprachst von einer EU-Richtlinie, die man umgesetzt hat. Angenommen, ich würde mal behaupten, die EU war da schon recht weitsichtig. Man wäre nicht so weitsichtig gewesen, es hätte diese Richtlinie nicht gegeben. In welchem Zustand würden wir uns jetzt befinden? Erste Frage. Und zweite, jetzt plant ihr natürlich oder ihr fordert eine Gesetzesänderung. Wie würde die aussehen? Oder wie soll die aussehen? Ja, genau. Also gute Frage auf jeden Fall. Wie würde es aussehen, wenn wir diese Richtlinie nicht hätten? Also allgemein, also du meinst jetzt einmal im Gleichbehandlungsgesetz. Also es gab natürlich schon Vorläuferregelungen auch in unserer Gesetzgebung, die natürlich sowas auch schon geächtet haben. Also das AGG geht ja in die Richtung, das hat ja verschiedene Diskriminierungsmerkmale, nur um mal einige aufzuzählen, zum Beispiel Alter, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft und so weiter. Ne? Das sind ja so typische Diskriminierungsmerkmale und da kannten unsere Gesetze auch schon einen Schutz, aber noch nicht so klar und noch nicht so institutionalisiert mit, wo beispielsweise Beweislastumkehr geregelt ist, Schadensersatz und so weiter. Und deswegen glaube ich schon, dass der Schutz, den wir heute über das AGG geben können, heutzutage natürlich sehr, sehr, sehr viel stärker ist über diese EU-Richtlinie, als er sonst sein würde. Genau. Und die zweite Frage, sag nochmal ganz kurz. Ihr fordert eine Gesetzesänderung. Genau. Wie würde die aussehen? Also was würde uns Also was wir nehmen? Vermissen, ist das Merkmal Elternschaft an sich noch als weiteres, als zusätzliches Diskriminierungsmerkmal. Also dass man neben den bereits existenten noch ein weiteres Diskriminierungsmerkmal hat, was Eltern mitdenkt, beziehungsweise was man vielleicht sogar noch einen Schritt weiter denken kann, indem man alle Menschen einbezieht, die Fürsorgearbeit leisten. Das geht auch in Richtung der neuen EU-Richtlinie, die im August 2022 umgesetzt werden muss. Da gibt es ja gerade noch eine EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, die wir hier noch nicht umgesetzt haben. Und da werden nicht nur Eltern in Elternzeit mitgedacht, sondern auch zum Beispiel Personen, die Kranke pflegen, also auch die Pflegearbeit leisten, entweder zum Beispiel eigene Kinder oder auch die demente Mutter oder sowas, ne? Und insofern, also dieser Aspekt Wertschätzung und Schutz von Mitarbeitern, die angreifbarer sind, indem sie Fürsorgearbeit leisten, dieser Gedanke steckt noch nicht im AGG. Und deshalb fordern wir Elternschaft oder um es vielleicht sogar noch weiter zu fassen, Fürsorgearbeitende Erwerbstätige. So könnte man das auch reinschreiben. Juristisch ausgedrückt dann. Ja. Also bei einigen unseren Hörern dampfen jetzt wahrscheinlich schon die Ohren, weil ich finde, das ist ein schon nicht anspruchsloses Thema. Also man muss da schon sich ein bisschen reinarbeiten. Ich habe im Vorfeld ja auch schon ein bisschen nachgelesen. Ich will es jetzt noch einmal zusammenfassen. Also auch, damit es alle verstanden haben und damit ich sehe, dass ich es auch richtig verstanden habe. Also es gibt ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das nennt sich AGG. Und dort fehlt momentan ein Diskriminierungsmerkmal, das Elternschaft heißt. Und dieses fordert ihr jetzt ein, ja? Also ihr möchtet, dass das AGG erweitert wird um das Diskriminierungsmerkmal Elternschaft. Wie aussichtsreich ist denn dieses ganze Unterfangen? Also ich sehe gerade sehr, sehr, sehr viele Entwicklungen, die in die Richtung hindeuten, dass es aussichtsreich ist. Aber natürlich bin ich keine Gesetzgeberin und habe natürlich aber trotzdem sehr große Hoffnung, dass es der Gesetzgeber ernst nimmt und umsetzt, sicherlich frühestens in der nächsten Legislaturperiode. Aber vielleicht, um das nochmal so ein bisschen zu konkretisieren. Also wir haben einmal Corona gerade. Das ist ein Riesenthema, gerade auch für Eltern. Das zeigt, dass Eltern gerade sehr viel lauter werden, dass sie mehr ihre Rechte einfordern, dass sie sich bemerkbar machen, dass wir ein riesen Wertschätzungsthema haben in Bezug auf Elternschaft und das, was Eltern leisten. Das fehlt und da ist jetzt natürlich Corona auch wie so ein Brennglas geworden in der Hinsicht. Deswegen glaube ich, kann man sich aktuell aus der Sicht Elternbedürfnisse gerade sehr viel mehr Gehör verschaffen. Und dann haben wir, wie gesagt, diese EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss. Das wird politischen Druck geben.
Das ist noch nicht so richtig auf der Agenda. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber das gibt uns dann natürlich auch nochmal Rückenwind. Und das, was wir jetzt einfach machen, ist, dass wir das Thema an die Öffentlichkeit bringen, dass es dort diskutiert wird, dass es die Politik auf dem Schirm hat. Und wir sind zum Beispiel auch im engen Kontakt mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das hat jetzt vielleicht auch der ein oder andere zum ersten Mal gehört, aber wir haben ja tatsächlich auch in Deutschland eine Institution, die sich, die genau dafür geschaffen ist, um eine Anlaufstelle für Diskriminierende zu sein. Und die sehen das ja auch ähnlich. Also die kriegen ja auch Beschwerden in der Hinsicht. Ne? Da kann man sich immer beschweren, wenn man sich diskriminiert fühlt, und die helfen auch weiter. Und die sehen das ja ähnlich, genau. Und deswegen glaube ich schon, dass da, also ich bin mir sicher, dass sich da was bewegen wird. Und die EU hat es auch auf dem Schirm. Da gibt es auch immer mal die Diskussion, Parenthood, wie kann man das noch besser schützen, auch wirklich vor dem Hintergrund Corona. Also Corona ist ja gerade auch ein absoluter Motor für solche gelagerten Diskussionen. Okay. Und ihr habt ja auch sozusagen eine Petition gestartet, die das Ganze noch verstärken soll, ne? Damit ihr auch jetzt einen Schritt weitergehen könnt. Magst du noch dazu kurz was sagen? Ja, also ich hatte immer echt richtig viel Respekt vor Petitionen. Das ist halt schon so, wow, 50.000 Unterschriften. Wir haben das aber deswegen gemacht, um einfach nochmal zu zeigen, dass da was dahinter steckt. Und wir wollen, also ich meine, du musst ja überlegen, wir sind ja, ich will jetzt nicht sagen Laien, aber wir sind jetzt quasi wie Otto Normalverbraucher und wollen jetzt eine Gesetzesänderung. So, welches Mittel hast du denn, wenn du jetzt nicht unbedingt politisch aktiv bist oder im Bundestag sitzt, ja? Und da ist ja zum Beispiel eine Petition auch ein sehr gutes Mittel, indem man einfach Unterschriften sammelt und die beim Bundestag einreicht, ja. Und wenn wir diese 50.000 Unterschriften zusammen haben, dann können wir das an den Petitionsausschuss des Bundestages herantragen. Und der muss dann zumindest entscheiden, ob er sich damit beschäftigt oder nicht. Und das wollen wir natürlich erreichen. Jetzt sagte Marco ja auch schon, oder beziehungsweise wir haben festgestellt, Corona ist einerseits ein Brennglas, das kriege ich als Vater eines 4,5-Jährigen, der die ganze Zeit jetzt gerade zu Hause ist, auch sehr gut mit. Das heißt, ich kann jetzt das total nachvollziehen und bin da absolut dabei. Jetzt ist aber so eine Gesetzesänderung ja auch kein einfaches Unterfangen, beziehungsweise gerade aus Unternehmer, also Unternehmersicht, wo ich weiß, aha, da wird sich nochmal was ändern. Wie groß wäre der Aufschrei in der Wirtschaft dahingehend? Gibt es da viele Schmerzen dann oder sind die eigentlich schon so weit, dass sie es wegstecken könnten? Also ich warte tatsächlich immer noch so ein bisschen auf den Aufschrei, also weil wir haben natürlich mit ganz vielen Leuten gesprochen und tatsächlich ist jetzt noch nie so an uns sowas direkt herangetragen worden wie, oh Gott, das ist der letzte Bullshit und das wollt ihr uns auch noch aufbürden und gerade jetzt, wo die Wirtschaft irgendwie den Bach runtergeht. Also sowas gab es bisher tatsächlich nicht. Und ich hoffe auch, dass man so ein bisschen diesen Twist hinbekommt, dass das überhaupt nicht unbedingt auch mal zwingend was Negatives sein muss. Klar ist es nicht cool, wenn man als Arbeitgeber eine Diskriminierungsklage an den Hals kriegt und jemand Schadensersatz einfordert, aber es geht uns ja auch gar nicht darum, jetzt Arbeitgeber mit Klagen zu überschütten, sondern eher ein neues Bewusstsein zu schaffen. Weil wenn das verankert wäre im Gesetz, wären ja Unternehmen auch verpflichtet, sich in puncto Familienfreundlichkeit nochmal ganz anders aufzustellen. Und deswegen, das ist für mich oder für uns ist das eher so ein Motor, dass man das auch wirklich ernst meint. Weil Familienfreundlichkeit ist ja eben nicht, dass man da sich ein großes Siegel irgendwo auf seine Webseite stellt, haha, wir sind familienfreundlich, sondern man muss das ja auch umsetzen bis ins kleinste Detail. Und wir würden durch diese Gesetzesänderung ja zum Beispiel auch Gremien in Unternehmen den Rücken stärken. Und das würde sicherlich vieles beschleunigen, damit man Familienfreundlichkeit auch endlich mal ernst nimmt. Wobei die Auseinandersetzung wahrscheinlich auf Abteilungsebene, also wenn ich da jetzt an meine Erfahrung in dem Bereich zurückdenke, ja doch schon relativ groß sein kann. Ne? Also die Krallen auszufahren, fällt denen ja da nicht schwer, wenn es um Benachteiligung für die Unternehmen geht. Du meinst jetzt also, wenn Arbeitgeber denken, dass das für sie ein Nachteil sein könnte in so einem Gesetzgebungsverfahren? Ja, genau. Ja. Klar, also ja. Natürlich wird man sich auch mal, und ich freue mich da ehrlich gesagt auf diese Diskussion, auch mit Arbeitgeberverbänden mal sprechen müssen. Und die werden das sicherlich auch nicht so cool finden. Aber wir haben ja zum Beispiel auch schon mit arbeitgebernahen Parteien gesprochen. Also wir hatten zum Beispiel jetzt neulich mal einen Talk mit der FDP, die dann, also mit einer Abgeordneten, die dann auch irgendwie erst meinte, so sie war da irgendwie total irritiert, als sie das erstmal gelesen hat, aber dann fand sie die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Und
man kann sich das ja heute auch gar nicht mehr leisten. Ja, also die Generation, die jetzt auch kommt, die fragt das in einem Bewerbungsgespräch. Das wird eingefordert. Den Leuten ist Geld gar nicht mehr so wichtig. Denen ist Familienfreundlichkeit wichtig. Denen sind flexible Arbeitszeiten wichtig. Und da glaube ich schon, dass man gute Fachkräfte, wenn man die langfristig an sich binden möchte und auch vielleicht bei denen Kinderkriegen noch gar nicht so sehr auf dem Plan steht, dass man das insbesondere natürlich auch erreicht, wenn man in der Hinsicht authentisch ist. Und deswegen sehe ich das eher als nochmal eine Beschleunigung an, als eine Unterstützung an, die den Unternehmen auch im Endeffekt hilft. Ich würde, also das hoffe ich natürlich, dass die Unternehmen das so sehen. Ich würde da ganz gerne nochmal an das Beginn unseres Gespräches anknüpfen. Da hast du so ein bisschen aus deiner Praxis geplaudert und hast auch gesagt, dass nicht nur Mütter, sondern verstärkt auch immer Väter zu dir kommen und sich beraten lassen. Und meistens hängt sich das auf an der Elternzeit. Und es gibt tatsächlich auch, das habe ich nachgelesen, einige Studien irgendwie, die besagen, dass viele Väter halt auch keine Elternzeit nehmen, weil sie halt einen Karriereknick befürchten. Aber zu jeder Studie gibt es natürlich auch immer wieder eine Gegenstudie. Und es gibt genauso viele Studien, die halt behaupten, Elternzeit würde sich nicht negativ auf den beruflichen Erfolg auswirken. Wie siehst du das? Wie ist da deine Einschätzung und deine Erfahrung? Schadet Elternzeit momentan? Oder ist es gar nicht so schlimm? Oder hängt es vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie lange man in Elternzeit geht? Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also das ist das Erste, was mir jetzt auch gerade dazu erstmal einfällt. Es ist ein riesengroßer Faktor, wie lange man in Elternzeit geht. Und ich weiß, das ist ja häufig schon immer noch dieses Klassikermodell, dass Väter 2 Monate in Elternzeit gehen. Und das wird halt einfach mal schnell eben irgendwie so überbrückt, ja. Und da ist es eher so, dass das meistens nicht mit Nachteilen verbunden ist. Meistens meckern die Kollegen vielleicht ein bisschen, weil die Stelle wird dann eher nicht besetzt für 2 Monate und dann muss ein anderer die ganze Arbeit machen. Also das Phänomen gibt's natürlich auch. Aber ich weiß das zum Beispiel auch aus meiner eigenen Familie, dass so 2 Elternzeitmonate eher bei Männern, das geht, dass das funktioniert. Kritischer wird's dann, wenn es mehrere Monate sind. Ja, weil bei Vätern ist es ja schon häufig ein Novum, wenn sie mehr als 2 Monate gehen. Ne? Das ist die Abweichung von der Norm. Und wenn es insbesondere noch keine Pioniere gab in dem Unternehmen oder bei dem Arbeitgeber, die das schon mal gemacht haben, kommt da natürlich durchaus Gegenwind. So nach dem Motto, so was hat es ja bei uns noch nie gegeben und so, hä, und was ist mit ihrer Frau? Kann die da nicht zu Hause bleiben? Also sowas, das gibt's schon. Da fängt es, finde ich, auch häufig so an. Und häufig gibt's auch eine Reaktion darauf, also wenn Väter länger als 2 Monate gehen, und zwar sofort von Arbeitgebern. Die Reaktion ist dann die von dir beschriebene vorhin, so dass man sozusagen aus Karrierenetzwerken ausgeschlossen wird und keine Fortbildung mehr bekommt, oder? Ja, sowas häufig, oder dass man plötzlich andere Arbeitszeiten hat, manchmal sich sogar die Tätigkeiten auch ändern. Und dass man da schon also auch in irgendeiner Form aufs Abstellgleis gestellt wird. Ne? Also dass man Verantwortung entzogen bekommt. Wir hatten auch hier einen Vater, der also dem wurden sozusagen die familienfreundlichen Arbeitszeiten geändert. Der konnte vorher sehr flexibel arbeiten. Dann hat er die Elternzeit angemeldet. Dann sollte er plötzlich dann und dann erscheinen, was er hatte schon ein Kind, was dann irgendwie doof war. Und dann plötzlich auch irgendwelche blöden Tätigkeiten bekommen hat, die unter seinem Niveau sozusagen waren, ja. Also das passiert leider, genau. Mhm. Okay, das hört sich ja tatsächlich nach vorsätzlicher Diskriminierung an. Das ist ja jetzt nichts Unterschwelliges. Ne? Wollte ich gerade sagen, ja. Okay, und kann man tatsächlich das an einer... Bitte, also genau, ja. Also Flo und ich sagten gerade, dass das eine vorsätzliche Diskriminierung wäre, also jetzt nichts Unterschwelliges, sondern wirklich etwas, was bewusst vom Arbeitnehmer sozusagen eingeläutet wurde, um ihn abzustrafen, sozusagen den Arbeitnehmer. Ja, also das ist häufig, ich meine, das ist klar, wenn man jetzt wirklich sich für den Weg entscheiden sollte, dass man da rechtliche Schritte dagegen einleitet oder sowas zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Kündigungsschutzprozess vorbringt. Ne? Also das sind ja häufig auch so Punkte, wenn das wirklich münden sollte in eine Kündigung, dass man dann sowas natürlich vorbringen kann, muss man natürlich auch gucken, wie ist die Beweisbarkeit. Und wenn man sowas natürlich belegen kann, dass das wirklich quasi postwendend als Reaktion auf die Elternzeitanmeldung gefolgt ist, dann finde ich, hat das auf jeden Fall einen Diskriminierungscharakter. Und das passiert halt leider. Also ich erzähle auch immer gerne das Beispiel von dem Vater, der aus einem Karriereprogramm ausgeschlossen wurde, weil er in Elternzeit war.
Ja, also das ist schon ernst zu nehmen, was da passieren kann, ja. Okay. Also eine abschließende Frage habe ich zu diesem Themenkomplex nochmal. Also wir haben jetzt gesagt, 2 Monate Elternzeit kein Problem, darüber hinaus wird es problematisch. Kannst du das in eine Zahl fassen? Sprechen wir da von 3 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten, 6 Monaten? Wann wird es momentan gefährlich? Ja, ist natürlich total einzelfallabhängig und abhängig auch von der Tätigkeit, die man natürlich macht. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, naja, also so alles ab einem halben Jahr ist wahrscheinlich dann schon eher hochkritisch, ja, und alles darunter, das kann man irgendwie verargumentieren, vertretungsweise machen, wie auch immer. Aber ich glaube, so ein Vater, der länger als ein halbes Jahr geht, das ist dann schon natürlich nochmal eine andere Nummer. Okay, interessant. Also ich habe es leider nicht mehr bis dahin geschafft, beziehungsweise ich habe dann einen Aufhebungsvertrag quasi angestrebt, aber ich hätte es spannend gefunden zu wissen, wie es mir ergangen wäre. Denn auf der Beziehungsebene, bei dem, was du gerade erzählt hast, wäre es eher meine erste Reaktion, was für ein Ponyhof da veranstaltet wird, wenn man Arbeitnehmer abstraft. Also ne, das ist ja schon eher ein Erziehungsding irgendwie und das hat für mich nichts mehr mit Sachebene zu tun. Aber egal, meine persönliche Meinung. Jetzt gibt es ja immer wieder Stimmen, bei dem, was wir als Mutterschutz kennen, auch immer wieder gerne Vaterschutz fordern. Findest du das sinnvoll oder ist das eher nur ein Weichzeichner der Anforderungen, die ihr quasi gerade anstrebt? Also natürlich, ich engagiere mich natürlich für alles, was Eltern schützt vor Benachteiligung im Beruf oder generell hilft, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und natürlich ist das jetzt nicht das Einzige mit dem AGG und dem Diskriminierungsmerkmal, sondern es ist tatsächlich auch sowas wie zum Beispiel Vaterschutz, das im Übrigen ja auch in einer EU-Richtlinie drin steht und wie ich finde, nicht richtig umgesetzt worden ist. Da war ja immer im Gespräch zu sagen, man gewährt Vätern nach der Geburt einen 10-tägigen Vaterschutz, ähnlich so wie die Mutterschutzfrist bei Müttern. Und das würde ich zum Beispiel auch super finden, wenn Väter die Möglichkeit hätten, ab der Geburt für 10 Tage raus aus dem Job zu gehen, unkündbar sind in der Zeit und auch ihr volles Gehalt bekommen. Ja. Damit würde man natürlich auch ein großes Zeichen setzen und ich glaube, dass sehr viele Väter das auch toll finden würden, wenn sie die Möglichkeit hätten, in dieser ja magischen Zeit so ein bisschen, ne, wenn ein neues Familienmitglied ankommt, 10 Tage einfach dabei sein können. Ja, momentan läuft es ja eher so ab, dass sie dann Urlaub nehmen oder sowas machen in der Richtung. Ne? Aber das fände ich schön, wenn es so einen Mechanismus gäbe und dass es dann ähnlich finanziert wird wie bei Müttern. Das ist natürlich ein bisschen so auch nicht einfach, muss man dann sich noch überlegen, wie man sowas umsetzen würde. Bei Müttern zahlt es ja letztendlich die Krankenkasse, wenn die ausfallen nach der Geburt. Ne? Der Arbeitgeber holt sich das Geld ja von der Krankenkasse wieder. Weil es natürlich schon noch diesen Gesundheitsaspekt hat nach der Geburt, wobei für Väter vielleicht auch, die sind auch erstmal so, wow, Kind, ich muss mich jetzt erstmal erholen von dem Schreck. Nein, aber das ist natürlich, also das zieht schon viele Fragen nach sich. Und bei uns hat sich ja die Politik auf den Standpunkt gestellt, naja, wir haben ja das Elterngeld, das sind doch 10 Tage, die sich der Vater da finanzieren kann. Aber das ist natürlich lächerlich, weil für viele ist Elterngeld halt überhaupt gar keinen Ersatz und es also das ist auch finanziell nicht für alle interessant, ja. Mhm. Gut. Also das wäre ja anders als wenn du wirklich 100% deines Gehaltes bekommen würdest, ne, in der Zeit, ne? Und das ist das Elterngeld da nicht, das sind ja so circa 67%. Abgesehen von eurer Initiative Po-Parents ist ja unser gemeinsames Thema heute im Podcast so ein bisschen so diese Väterdiskriminierung. Und wenn man da über den Tellerrand schaut und nicht nur aufs Arbeitsrecht schielt, kommt man schnell natürlich auch zum Familienrecht. Viele Trennungsväter beklagen da eine totale Benachteiligung. Und jetzt weiß ich, dass du Arbeitsrechtlerin bist und keine Familienrechtlerin. Aber magst du trotzdem mal zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal eine kleine Einschätzung geben, wie es in diesem Gebiet aussieht? Oder traust du dir das zu? Also tatsächlich ist das überhaupt gar nicht mein Bereich, Familienrecht. Das sage ich auch ganz ehrlich und direkt, weil ich Arbeitsrecht und Familienrecht immer sehr, sehr gerne voneinander trenne. Und ich es auch teilweise sehr, sehr schwierig finde, weil das natürlich nochmal von der Emotionalität auch nochmal was ganz, ganz, ganz anderes ist. Auf jeden Fall. Deswegen tatsächlich
Genau, aber ich weiß natürlich und ich will auch unsere Kampagne davon ganz bewusst trennen. Also das finde ich auch sehr wichtig, weil hier geht es eben gerade nicht um Sorgerecht, um Aufenthaltsbestimmungsrecht oder ähnliches, sondern hier geht es wirklich um die Eltern im Job. Also das ist ist für mich was komplett anderes und da bin ich tatsächlich eher zurückhaltend. Genau, aber Handlungsbedarf scheinbar siehst du auch dort irgendwie, bloß jetzt nicht für dich, sondern für jemand anderen. Ja, also natürlich gibt es viele Sachen, die man irgendwie nochmal überdenken könnte und da ist sicherlich auch gerade einiges im Fluss, aber ich bin tatsächlich da auch gar nicht so tief drin momentan. Ich kriege das immer mal wieder am Rand mit. Ich habe tatsächlich auch mal Familienrecht eine Zeit lang gemacht in meinem Studium, aber ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, dass es dafür muss man echt ein gutes, dickes Fell haben, auch von der Emotionalität her. Also ich finde, Arbeitsrecht ist schon emotional genug. Und deswegen bin ich da eher zurückhaltend. Aber natürlich kriegt man aus seinem Bekanntenkreis, aus seinem Freundeskreis da immer irgendwas mit. Und ich weiß, es gibt immer zwei Perspektiven, ja. Und natürlich hat ein Kind ich finde, beim Familienrecht muss man gerade auch sehr viel vom Kind aus her sehen, ne? Und das ist aber natürlich auch schwierig, weil jeder hat da natürlich seine eigenen Vorstellungen und gerade wenn es bei Erziehungsthemen was aufeinander prallt oder jeder Elternteil sagt, er weiß, was gut ist für das Kind, das ist natürlich ganz, ganz schwierig, das zu beurteilen. Aber Kindeswohl ist für mich eigentlich bestimmend und ich hoffe sehr, dass das in Zukunft auch so bleibt. Ich habe doch noch eine abschließende Frage ich muss da nochmal zurückkommen, gerne zu deiner Initiative, bevor ich dann auf die allerletzte Frage, unsere Spotify-Frage zurückkomme. Angenommen, du würdest morgen früh aufwachen und die 50.000 Unterschriften wären da. Wie ginge es dann weiter, um das mal vielleicht nochmal so versuchen zu zeichnen, wie schnell, von welchem Zeitraum sprechen wir hier, wie ihr das anstrebt, was kann man sich da vorstellen? Ja, also ich glaube, ich würde erstmal eine riesengroße Party feiern, wenn das so wäre, von einem Tag auf den anderen. Zumindest eine Online-Party. Ich glaube, ich würde irgendwie Livestream machen und würde irgendwie alle einladen und laute Musik und keine Ahnung, also ich würde mich riesig freuen, natürlich. Und dann würde ich so, also es ist natürlich so, wenn wir die 50.000 Unterschriften haben, können wir es beim Bundestag einreichen. So, das ist aber ein formales Ding, was noch vorbereitet werden muss, geschrieben werden muss und so weiter. Und das wird auch noch dauern, ein paar Wochen, ich glaube sogar bis zu ein paar Monaten. Ich habe jetzt auch noch irgendwo gelernt, dass dieser Petitionsausschuss des Bundestages auch nicht jede Woche tagt, sondern auch in Abständen. Und das heißt, es kann gut sein, dass dann jetzt erstmal gefühlt Wartezeit ist für ein paar Monate. Leider. Sind dann auch so diese Verwaltungsmühlen. Dann haben wir jetzt Sommerpause bald. Ich glaube, die ganzen Sitzungen enden sowieso irgendwann Ende Juni. Dann ist da erstmal da geht gar nichts erstmal der politischen Bühne. Dann kommen die Wahlen. Also ich meine, also ideal wäre es natürlich schon, wenn das dann irgendwann sich in die nächste Legislaturperiode zieht, damit dann gleich die oder vielleicht sogar der Familienminister, der nächste, sich dann auch damit nochmal intensiv beschäftigt. Ja, und dann müssen wir natürlich abwarten, wie der Bundestag dann damit umgeht, ob der sagt, okay, interessant, das bringen wir mal in eine öffentliche Anhörung mit rein. Aber parallel würden wir natürlich viel politisch noch weiter dran arbeiten und mit der Lobbyarbeit weitermachen, die wir schon angefangen haben. Ja, und dann wird sicherlich der nächste Paukenschlag dann auch sein, wenn die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die haben ja Studien in Auftrag gegeben zum Thema Benachteiligung von Eltern in der Berufswelt. Und das kommt, glaube ich, auch irgendwann im Herbst. Ja, und dann hoffe ich mal, dass das dann auf der politischen Agenda erscheint. Zügig. Jetzt habe ich tatsächlich auch noch eine allerletzte Frage, bevor Flo mit der allerletzten Frage kommt. Und zwar fiel mir das gerade ein, weil du von unserem Familienminister gesprochen hast, von unserem nächsten. Was wünschst du dir denn? Wünschst du dir einen Familienminister oder eine Familienministerin wieder? So ganz persönlich. Also ich habe tatsächlich mal so ein bisschen über diese Frage nachgedacht und dachte mir so, vielleicht sollten wir mal wirklich alles mal umdrehen irgendwie. Und Frauen in Ministerposten bringen, wo bisher vielleicht noch nie eine Frau drin war, und Männer in Ministerposten, wo Männer eher die Seltenheit sind. Ich glaube, es gab schon männliche Familienminister. Ich habe das irgendwann mal sogar recherchiert. Aber ich fände es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Vielleicht würde das auch nochmal einiges bewirken können, weil ich finde, die Väter sind da ein ganz wesentliches Element,
im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch die Änderung von althergebrachten Rollenbildern, Übernahme von Fürsorgearbeit. Also vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht. Ja, das könnte der Habeck eigentlich ganz gut machen. Der hat schon mal ein Vaterbuch geschrieben, finde ich. Stimmt, vielleicht der, keine Ahnung, ja, das wäre ganz interessant. Dann hätten wir vielleicht dafür mal eine Finanzministerin. Ich glaube, ich weiß jetzt da schon mal eine gab. Verteidigungsministerin hatten wir ja schon. Also das müsste man wirklich, ich habe die Zeit noch nicht gefunden, ich wollte es mir wirklich mal ganz genau anschauen, wo gab es vielleicht einen Ministerposten, den noch nie eine Frau inne hatte. Ja, also warum nicht? Dann würde ich sagen, lass uns mal eine Petition dafür starten. Oh Gott, ja, weiß ich nicht, ob ich die Kraft noch habe. Nein, ich finde, man kann ja langsam anfangen und ich glaube, eure Petition ist da einfach gerade eher akuter als klar. Also es gibt natürlich noch eine ganze Menge zu tun und ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Anzahl der Petitionen gerade zunimmt und dass das sowieso generell irgendwie ein Trend ist, politische Sachen durch Initiativen oder durch Petitionen oder wie auch immer auf die politische Agenda zu bringen. Es scheint irgendwie ein Trend zu sein. Ja, die machen einfach ich glaube, das macht dazu. Ja. Ja, und das macht natürlich das Online-Medium, beziehungsweise ne, die Möglichkeit einfach auch. Ja, dann, ich meine, wenn man hört, wie Wahlkampf jetzt betrieben wird oder bei der US-Wahl, haben wir ja auch alle mitgekriegt, was da passiert ist. Also ich meine, das ist ja schon echt ein Faktor, ne, für Wahlen. Ja. Jetzt wirklich, wirklich, wirklich die allerletzte Frage. wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist. Die füllen wir von Folge zu Folge immer mit Musik, die wird sich gewünscht, das ist sozusagen das Wünscht dir was im Prinzip bei uns hier. Und wir würden dich gerne fragen, welches Lied geht dir gerade irgendwie vielleicht durch den Kopf oder welches hast du gerade irgendwie als Ohrwurm, was du sagst, hey, das muss definitiv auf diese Liste. Oh, das ist jetzt aber eine echt schwierige Frage. Ich höre natürlich auch immer die Radiosongs rauf und runter, weil ich viel Auto fahre. Oh Gott, das muss ich es mal kann auch ein, sagen. Es kann auch ein Lied sein, das dich sozusagen in deiner Elternschaft begleitet hat. Muss jetzt nichts Aktuelles sein, kann, aber auch gerne das Schlaflied deiner Kinder oder wenn du beim Stillen was gehört hast oder halt irgendwie. oder an dem Abend, weiß nicht, ob an dem du bei die Petition aufgesetzt hast. Das wäre natürlich, das wäre. Ich glaube, da habe ich gar keine Musik gehört. Aber es gibt tatsächlich ein Lied, was ich echt gern mag. Mir fällt noch nicht ganz der Titel ein. Und zwar stammt das aus einem meiner Lieblingsfilme aus, Die Reifeprüfung von Simon und Garfunkel. Aber mir fällt gerade der Titel nicht ein. Ach, das recherchieren wir. Das recherchieren wir. Das ist kein Problem. Das machen wir. Ja, macht okay. Das mal. Ich schicke euch das noch also, zu. Das mag ich sehr gern. Lieblingslied von Dustin, während er die Reifeprüfung drehte. Ja, genau. Ich finde, das ist so ein toller Film und da gibt es ein Lied, was ich sehr gern mag. Aber wunderbar. Das sage ich euch. Dann findet ihr also Simon und Garfunkel aus der Reifeprüfung oder die Reifeprüfung. Ja, bisschen älter schon, auf aber immer ja, wieder gerne. Film. Also, cool. Ja, schön. Gut, also dieses Lied kommt auf unsere echte Papa-Playlist bei Spotify, die man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast, den ihr natürlich nicht nur abonnieren, sondern auf jeden Fall auch anhören und im Idealfall auch bewerten könnt. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge allgemein oder was auch immer, kann man uns auf jeden Fall schreiben. Wir freuen uns über jede E-Mail und der Flo, der kennt immer unsere E-Mail-Adresse genau, so gut. Sie immer noch podcast@echtepapas.de. Dahin könnt ihr uns Fragen stellen oder schreiben, E-Mail, könnt uns Lob aussprechen. Wenn ihr Fragen zu der Initiative habt, zu Sandra habt, dann auch gerne, leiten wir gerne weiter. Ansonsten findet man sowieso sehr viel Informationen eben auch zu ProParents und genau. Genau, vielleicht sagst du, Sandra, einmal ganz kurz die URL, wo man sozusagen gesammelt alles findet, auch mit den Unterstützern und euren Forderungen und wie der Stand der Petition ist. Wo muss man da ins Internet gehen? Genau, also ihr könnt natürlich gerne einmal auf unseren Instagram-Account gehen. Da haben wir einen Linktree, da ist eigentlich alles drin. Also wir haben unter ProParents-Initiative findet man uns bei Instagram sehr gut. Ansonsten auch gerne über meinen Instagram-Account, Sandra Maria Runge. Und die Petition findet man unter
Brigitte tatsächlich /petition.de. Genau. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn dieser Link weitergeteilt wird und dass die Petition unterschrieben und weiterverbreitet wird. Ja. Werden wir auf jeden Fall nochmal in unsere Beschreibung mit reintun. In genau. Super, und ich habe auch schon unterschrieben. Also meine Stimme habt ihr. Sehr genau. Gut. Und dann drücken wir euch einfach die Daumen, dass ihr die Anzahl der Stimmen zusammenbekommt, bis Mai, glaube ich, war es. Ne? Und dass es dann weitergeht mit ProParents. Ja, es gibt noch viel zu tun. Ihr werdet mit Sicherheit noch von uns hören. Super. Okay. Vielen Dank, dass du da Gerne. Warst. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Hat viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und wir drücken uns all die Daumen, dass sie jetzt die Petition durchgeht. Dankeschön. Genau. Okay, vielen Dank, Sandra. Und tschüss nach draußen. Bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.